der Abenteurer und herzlich willkommen wieder auf meinem Kanal. Heute geht es ein bisschen um eine Kleinigkeit, ein Gimmick, das habe ich jetzt schon seit x weiß ich wie lange rumliegen. Und das werden wir heute installieren, genau. Es wird vielleicht ein kleines, kurzes Video, aber ich hoffe, ihr habt trotzdem dabei Spaß. Und zwar geht es darum, hier am Robot Adventure Bus, der hat ja Türen. Ja. Und diese Türen haben Fenster. Nein, doch. Und wie gerade schon gesagt, habe ich hier extra mir jetzt schon vor Monaten, habe ich mir solche Windabweiser gekauft. Die werden wir heute hier gleich installieren. Ich werde gleich mit euch auspacken. Gesehen habe ich sie auch noch nicht. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Also bis gleich. So, ja, da liegt das gute Stück. Mal die Tür noch mal ein bisschen auf. Und zwar habe ich das gekauft im Internet und ich weiß gerade gar nicht mehr genau wo, aber ich weiß, wie das Ding heißt. Ich verlinke das euch unten auch unten in der Videobeschreibung. Natürlich, wie alles andere auch. Und ich habe hier, wie gesagt, ich kenne es auch nur vom Foto. Deswegen, ich will jetzt, mal nur auspacken, vorsichtig. Falls es nämlich nicht passt, dann könnt ihr das bei mir gerne abkaufen. So. Hier haben wir, die haben das beide Seiten in einen reingepackt. Okay, mehr ist da nicht drin. Müll! So, jetzt haben wir hier so eine Beschreibung dabei. Ja, geht her. Jetzt haben wir hier so eine Beschreibung reingegeben. Seht ihr das? Kann man hier so, ich sehe nichts. Ich hoffe, dass ihr das, ich muss so mich hinstellen. So. Die werden jetzt quasi hier so rein, wo die Scheibe wird runtergelassen, dann wird das da so reingeklipst, wie hier. Und dann, hinten haben wir ja nicht, ist ja nur vorne. Und dann müsste da, glaube ich, so eine Art doppelseitiges Klebeband drin sein, was dann quasi oben drin ist, an die Seite gepresst wird, wenn die Scheibe wieder hochgelassen wird. So habe ich mir das im Internet angeguckt. Ist natürlich hier alles auf Englisch. Das ist gut, weil das ist nicht auf Japanisch. Packen wir mal hier das Ding ein bisschen aus. Na, hier ist hier so ein Pappkarton noch mal ein bisschen eingebuddelt. So, da ist auch nichts mehr drin. Nee. So, da haben wir jetzt die zwei Dinger hier. So, und die kommen jetzt in die Seite vom Fenster. Gehen wir mal nach vorne. So, meine Freunde, hier steht auch noch mal drauf, also ich scheine das Richtige gekauft zu haben. Ich hoffe, man kann das lesen. Moment. Da. Da steht einmal VW Crafter und Sprinter W906. Das trifft auf uns zu. Das ist jetzt, glaube ich, aber andere Seite. Ich komme sofort wieder. Tada! Und zwar. Jetzt seht ihr das? Müssen wir höher machen. So, und zwar kommt das jetzt hier rein. Ist cool, ne? Aber wie das jetzt genau da reinkommt, steht leider nicht ganz beschrieben. Auf der Folie haben sie es gezeigt. Erst vorne einhaken. Kann man das erkennen? So, gar nicht, ne? Kann man so. Er ist halt so ein bisschen, man hakt halt erst unten vorne ein und guckt dann, dass man das dann da irgendwie reingepökelt kriegt. Jetzt sind da auch noch so, wo waren die gerade? Irgendwo waren sie. Also hierbei nicht. Bei dem anderen sind noch so Metallklemmen dabei. Aber ich habe mir x Videos im Internet angeguckt und kein Mensch verwendet diese Metallklemmen. Ich kann mir aber vorstellen, wenn das bei allen anderen hält, ohne Metallklemmen, hält das bei mir auch. So. Der Gutgläubige ist der Mann. So, ich lasse jetzt erstmal die Fensterscheibe runter. So, Fenster ist unten. Packen wir mal hier das Plastik auf. Da irgendwo bestimmt eine Sollbruchstelle. Tatsächlich hier oben. Die nicht soll bricht. So.
Aber ich bin ein bisschen aufgeregt. Aber ich finde die Dinger so geil. Nicht, weil das jeder hat oder jeder macht oder so. Hier, von Team Heco heißt das Ding. Geil. Ich finde die Dinger einfach voll geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich will halt ohne das Paper einmal kurz antesten hier. Weil, jetzt müsste man das da rein. Okay. Ich will halt nämlich nicht kaputt brechen, wisst ihr? Das ist das Problem. Aber das rutscht hier anscheinend ganz gut rein. So. Zack. Und dann muss man hier oben, ich hoffe, ihr könnt das noch erkennen, vielleicht nicht. Ich hole euch mal was näher ran. Jetzt hoffentlich erkennt man auch nicht viel mehr, ne? Aber hier höher geht die Kamera nicht. Stativ ist nur so groß. Also jetzt drücke ich das an der Seite hier so rein und jetzt beult sich das hier. Und jetzt muss dieser Lappen nachher reingebogen werden. Könnt ihr es so erkennen ein bisschen, wenn ich das so runterdrücke? Ne, auch nicht, ne? Ich hole euch mal ran. Da oben. So, das, der Ausleger hier oben, das muss dann noch hier mit in die Kurve rein. Und das ist das Gefummel, was alle auch immer im Internet erzählen, das ist das Schwierigste an der ganzen Nummer. Aber gut, Versuch macht klug. Wir machen jetzt erstmal hier den doppelseitigen Kleber ab. Was auch wieder ein Gefummel ist. Bis gleich. So, ab ist der Klebestreifen, Folie ist ab. Boah, ich hab Pipi in der Hose. Drückt mir bitte die Daumen. Ich habe keine Lust, hier irgendwie Kohle ausgegeben zu haben für etwas, was mir gleich hier direkt auseinanderbricht. Oh Mann, ey. Na komm. So, jetzt ist das hier drin, da drin. Und jetzt müssen wir hier oben. Oh Gott. Oh. Na komm, komm, komm. Oh Leute, seid echt vorsichtig mit der Nummer. Das ist echt, ja, jetzt bin ich hier, jawohl, ich bin drin. Ho, ho, ho. So. Jetzt mache ich mal Zündung an. So, Zündung ist an und jetzt machen wir mal vorsichtig das Fenster rauf. Ich hoffe, ihr könnt das alles vernünftig sehen. Am meisten Schwierigkeiten, haben sie immer gesagt, wäre oben. Ja, jetzt fängt es an zu stockern. Scheint oben zu sein. Ja, sieht eigentlich ganz gut aus. Also zu ist der. Also ich lasse es jetzt mal zu und lasse den Kleber einfach mal jetzt den Druck drauf geben auf die Scheibe, auf das Plastik bis morgen. Da verabschiedet sich mein Plastikmüll. Hole ich gleich. Würde ich sagen, machen wir die zweite Scheibe. So, jetzt habe ich tatsächlich zweimal auf den Aufnahmeknopf gedrückt und habe jetzt nur eine Aufnahme von 8 Sekunden. Super. Also, wie ihr seht, leider, ich habe es jetzt hier schon drin. Fenster ist auch schon zu. Ich lasse es jetzt gerade mal ein bisschen zu. Es war aber genauso wie beim ersten Mal. Dieses Stück dann da reinbiegen, habt ihr beim ersten Mal ja schon gesehen, ist auch echt nicht. Da muss man vorsichtig sein, sonst glaube ich, könnte das brechen. Es ist halt Hartplastik. Ich habe jetzt das Fenster
gerade, kann ich euch noch mal kurz zeigen, beim ersten Mal hochmachen jetzt, immer nur Stück für Stück, immer so damit sich hier jetzt wirklich reindrückt, Stück für Stück nur hochgemacht. Und beim letzten Stück habe ich es einmal reingedrückt, dann wieder aufgemacht, das Fenster. Und dann habe ich es, diesen automatischen Hochgehlauf, ich weiß nicht, wie man das nennt, also ihr wisst, was ich meine, ne? Also man drückt, das Fenster fährt dann automatisch komplett bis oben, habe ich halt durchgedrückt und habe dann das Fenster mit beiden Händen mit nach ganz oben geführt, bis es oben drin war. Einfach aus dem Grund, die Fenster haben ja heutzutage einen Schutz, wenn eine Hand zwischen ist oder ein Fenster oder ein Kopf oder ein Finger oder ein Arm, dann fährt das Fenster, dann merkt das Fenster den Widerstand und fährt halt komplett wieder runter. Und hatte ich drüben halt auch gemacht, genau aus dem Grund, weil ich gedacht habe, wenn jetzt hier oben das nicht richtig an der Wand anliegt, dann wird das Fenster Widerstand führen und wieder runterfahren. So, deswegen habe ich jetzt mit zwei Händen von rechts und links oder von außen und innen das Fenster mit reingeführt nach oben hin beim zweiten Mal. Und jetzt ist es erstmal drin. Ja, ich warte jetzt nochmal 10 Minuten. Ich wollte gerade euch nämlich sagen, dass ich insgesamt so 20 Minuten warten möchte, bis auf beiden Seiten der Kleber, das doppelseitige Klebeband, was da drin ist, sich so ein bisschen mit dem Innengummi von der Tür jetzt ein bisschen verbinden konnte. Und dann probieren wir gleich nochmal aus, ob das dann alles so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Ich warte jetzt und für euch geht es jetzt weiter. So, meine Freunde, jetzt sind jetzt die besagten Minuten vorbei. Fenster geht auf. Aber geht es auch wieder zu? Ja, schwerer als vorher. Und ich glaube, es geht nicht ganz zu. Achtung, ich zeige jetzt das nochmal, was ich vorhin gemacht habe. Also ich lasse es komplett alleine laufen und führe das nach. Okay. Also vielleicht wird es mit der Zeit einfach besser und das muss ich da jetzt ein bisschen reinpressen und dran gewöhnen an die ganze Nummer. Was das angeht, werde ich euch auf den Laufenden halten. Auf dem Laufenden halten, mein Gott. Aber ich bin damit echt einverstanden und sehr zufrieden. Ich führe euch mal rum. Also so sieht das Ganze von außen jetzt aus. Das Fenster ist ein bisschen dreckig, ja, aber ist nicht schlimm. So, hier. Bis da. Eigentlich ziemlich cool, finde ich. Und auf der anderen Seite natürlich das Gleiche. So. Finde ich schön. Wenn wir ein bisschen heller drehen, das Ganze. So. Exakt the same. Ja, ich finde, sieht hier geil aus. Wie gesagt, hier Firma Team Heco. Werde ich euch unten nochmal verlinken. In der Videobeschreibung. Und bin ich ja ganz draußen, ja, ne? Ja, das war heute schon wieder mit dem Video. Ich werde nochmal danach berichten, ob sich jetzt dann sich selbst da irgendwie festpresst und dann die Fenster sich dran gewöhnen irgendwie und so. Und ja, darüber halte ich euch im Laufenden. Wenn euch das Video gefallen hat, dann wie gesagt, immer wieder lasst den Daumen da. Support ist kein Mord. Ich würde mich sehr, sehr freuen über alles, was ihr mir da lasst. Und ja, Anregungen in die Kommentare. Bis dahin, tschüss, euer Pardo. We'll be right back.